2016 jubelte er bei der Euro noch über Österreichs einzigen Treffer. Jetzt muss Alessandro Schöpf pausieren. Der ÖFB-Kicker muss beim Spiel gegen Leverkusen ohne Fremdeinwirkung verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Jetzt liegt auch die Diagnose vor: Kreuzbandriss im rechten Knie. Für Schöpf ist die Saison damit vorbei. Er fällt 4 Monate aus und wird auch den Start in die kommende Spielzeit der deutschen Bundesliga bei Schalke verpassen. Für das österreichische Nationalteam, das am 11. Juni in der WM-Quali in Irland antreten muss, ist dies ebenfalls ein herber Verlust.